Gegen den ukrainischen Agrarminister Mykola Solski bestehen schwere Korruptionsvorwürfe. Er soll in illegalen Erwerb von staatseigenem Land im Wert von ca. 7 Millionen Euro verwickelt sein, wie Reuters berichtet. Gemeinsam mit anderen Beteiligten soll er sich laut dem Spiegel zu 1250 Grundstücken, 2500 Hektar, verholfen haben. Daher hat ein ukrainisches Gericht am Freitag seine Verhaftung angeordnet. Am Donnerstag hat Solski bereits sein Rücktrittsgesuch aus seinem Amt als Landwirtschaftsminister eingereicht. Die Vorwürfe beziehen sich auf die Jahre von 2017 bis 2021. Im Jahr 2022 wurde Solski Agrarminister. Sollten die Anschuldigungen bestätigt werden, drohen ihm bis zu 12 Jahre Haft. Präsident Selenskyj ist für seine Nulltoleranzlinie gegen Korruption bekannt.